Bascom's Auto Repair. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Nicoline, miles to go before you sleep. MGM presents Telephone. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal. Und ihr habt es ja schon Titel und Thumbnail entnommen, ich komme wieder mit einer Review zu euch. Dieses Mal habe ich mal keinen Horrorfilm zur Abwechslung für euch, sondern ein Spionage-Thriller, möchte ich sagen, gell? Aus den Jahren 1977 von Don Siegel. In der Hauptrolle Charles Bronson und Lee Remick. Gell? Und ihr kennt mich, ich mache nicht lang rum. Ich zeige euch zuerst das Produkt als solches und dann gibt es meine Meinung und Kritik zu dem Film. Hier habt ihr die Vorderseite. Hier habt ihr die Rückseite. So sieht der Rücken aus, der Spine. Und so sieht die DVD als solches aus. Ja, und soweit zum Produkt, meine lieben Freunde. Und jetzt, worum geht es in dem Film, ohne dass zu viel gespoilert ist? Und es sich für euch auch noch auf alle Fälle lohnt, selber zuzuschauen, anzuschauen, wie auch immer, gell? Okay, also wie gesagt, Charles Bronson in der Hauptrolle und Lee Remick in der weiblichen Hauptrolle. Also, in den USA werden plötzlich unbescholtene, brave Bürger zu brutalen Attentätern, die amerikanische Stützpunkte attackieren. Kurz vor den Terroranschlägen bekommen diese besagten Personen einen Anruf. Es ist eine mysteriöse Person am Apparat und diese Person zitiert immer aus einem Gedicht von Robert Frost. Und ich habe mir das aufgeschrieben, denn das konnte ich mir nicht merken. Das lese ich mal kurz vor, damit ihr wisst, was abgeht. Okay, das Gedicht lautet folgendermaßen. Des Waldes Dunkel zieht mich an, ich fange noch mal an, ihr kennt mich. Ich konnte jetzt meine eigene Schrift nicht lesen, aber jetzt habe ich es im Geiste noch mal durchgelesen. Okay, ja, mal wieder ein Mistake. Aber hallo, ihr seid hier bei der Gruselkiste, ja? Da müsst ihr mit allem rechnen. Also ich fange nochmal an vorzulesen und ich hoffe fehlerfrei, ja, dass ich meine eigene Schrift lesen kann. Also unfassbar, aber so ist es, gell? Ich fange nochmal an. Des Waldes Dunkel zieht mich an, doch muss zu meinem Wort ich stehen und Meilen gehen, bevor ich schlafen kann, gell? Okay, das Gedicht, ja, das wird also immer rezitiert und daraufhin passiert bei den Leuten, die angerufen werden, eine Art Gehirnwäsche und sie werden dann ja zu stummen, brutalen Attentätern. Gell? Charles Bronson spielt einen KGB-Agenten, also KGB, der russische Geheimdienst. Er wird in die USA entsandt und muss dann zusammen mit Lee Remick, die spielen dann ein amerikanisches Ehepaar, also sie spielen das vor, gell? Er muss also dann mit Lee Remick zusammen zum einen die Attentäter jagen, die noch nicht zugeschlagen haben, und zum anderen den mysteriösen, ja, Drahtzieher, Auftraggeber, den Schurken im Film. Die müssen also gejagt und liquidiert werden. Und mehr möchte ich zur Handlung gar nicht sagen, denn es soll sich ja für euch auch noch lohnen, den Film selbst anzuschauen. Ja, okay.
Gut, also kommen wir auch schon mal schnell zu meiner Meinung und zur Punktevergabe, bevor ich mich über meine eigene Dummheit hier kaputt lachen muss. Gell? Okay, ich versuche mich zu sammeln. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen Spaß gehabt mit dem missglückten Gedicht, aber ich hoffe, es kam durch. Ja, gut, also kommen wir schnell zu meiner Meinung und Kritik, bevor ich hier abbrechen muss, weil ich mich in Grund und Boden schäme. Gell? Okay, also machen wir weiter. Gut, meine Meinung. Also ein spannender Spionage-Thriller mit einem, ja, Charles Bronson, wie man ihn kennt, möchte ich sagen. Gell? So dieser typische Actionheld mit dem Herz am rechten Fleck, sage ich jetzt mal so salopp. Gell? Ja, die Schauspieler machen ihren Job alle toll. Donald Pleasence spielt hier den Drahtzieher, den Schurken. Gell? Ja, wird es Charles Bronson gelingen, Donald Pleasence am Ende zu stoppen? Schaut euch den Film selbst an. Also, kurz gesagt, spannender Spionage-Thriller. Dafür braucht man natürlich eine Antenne. Und erwartet hier nicht allzu viel Action. Ja, es gibt die ein oder andere Explosion, aber es ist jetzt hier kein Actiongewitter wie in einem James Bond-Film oder wie man es heutzutage aus Actionfilmen kennt, gell? Der Film fokussiert sich mehr auf die Story an sich, gell? Aber das ist spannend inszeniert, flott inszeniert. Also mir hat der Film durchaus Spaß gemacht, gell? Und kommen wir auch schon zu meiner Punktevergabe und dann haben wir es geschafft, liebe Freunde. Ja, Telefon aus dem Jahre 77 von Don Siegel. Eine 8 von 10, hat Spaß gemacht. Eine Art von Film, den man sich immer wieder in den Player legen kann, weil er ist zum einen ja flüssig erzählt, spannend erzählt, gut geschauspielert. Ende der 70er Jahre, das Feeling kommt halt voll durch, hat Spaß gemacht, gell? Für Retro-Freunde ist das auf alle Fälle ein Film zum Empfehlen. Er ist auch nicht allzu brutal. Ja, die FSK 16, ich kann verstehen, woher sie kommt, aber da meine ich auch nur durch, ja, durch ein, zwei Szenen, gell? Wären die Szenen weggelassen worden, dann wäre er vielleicht sogar ab 12 durchgegangen. Aber es ist ein Spionage-Thriller, der Spaß macht. Leicht erzählt, versteht wirklich jeder. Und ja, wird der Schurke oder werden die anderen Attentäter noch gestoppt oder nicht? Ja, schaut rein, gell? Also 8 von 10 Punkte für den Film Telefon, gell? Gut, und das war dann auch schon wieder die Review, das Video. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, meine lieben Freunde, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wiederhören würden. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.